Moin Freunde, Shane TSG TV Reviews und heute kommt wirklich eine absolute Neuheit. Ihr kennt das bestimmt, wenn man unterwegs ist, gerade wenn man so feiern geht und feiern ist und ihr seid auf dem Weg zur Party oder seid auf dem Durchweg von der einen Party zur nächsten Party oder so, habt aber absolut keinen Bock, irgendwelche riesengroßen Flaschen mitzuschleppen und weiß der Geier was. Dafür sorgt dieses Ding, nenne ich jetzt also es einfach mal, für Abwechslung, denn ich möchte es noch nicht vor... Naja gut, ich habe es gerade in den Titel geschrieben, ihr wisst glaube ich schon, was es ist. Und ja, das, was ich mir hier bestellt habe, ist eine völlige Neuheit und ich habe das auch schon mal in einer Werbung gesehen auf Instagram. Das ist übrigens nicht gesponsert, ich habe das alles selber gekauft. Ich habe das schon mal auf Instagram in der Werbung gesehen, schon öfters, und ja, ich habe mir überlegt, na, brauchst du das und willst du das mal probieren? Keine Ahnung, Alter. Jetzt habe ich es wirklich probiert. Ich habe mich durchgerungen, es doch zu kaufen. Freunde der Sonne. Und da ist das Ganze. The Real Premium Wodka mit deinem Getränk sozusagen. Das bedeutet, wir haben hier... Ich habe gleich volle Kanne gekauft. Ich habe gleich die volle Bude geholt hier. Weiß nicht, ob ich die alle selber trinke oder ob ich was verkaufe oder... Ach, ich habe keine Ahnung. Es wird bestimmt auch nochmal ein neues Review geben, gerade wenn ich mal unterwegs bin oder so, damit man nochmal ein extra Testvideo hat. Ich werde das Ganze jetzt aber probieren. Was ist das überhaupt? Das ist Wodka, der aufgesteckt werden kann, zum Beispiel hier auf so einer Fanta oder sowas. Und dann getrunken werden kann, ohne dass ihr irgendwie eine Flasche mitnehmen müsst oder sowas. Außer natürlich die, wo es draufsteckt. Praktisch ist das eure fertige Mische, wenn ihr ja, den Wodka mit der Brause kombiniert sozusagen. Fanta, Sprite, scheißegal, ist universal. Drehverschluss-Dingens-Bummens. Ihr könnt natürlich variieren. Wenn ihr eine kleine Flasche nehmt, dann ballert es natürlich mehr. Und wenn ihr eine größere Flasche nehmt, dann ballert es natürlich weniger, weil die Mische dadurch größer ist. Ich bin mega gespannt, ich wollte es schon immer mal probieren und ich habe mich jetzt wirklich durchgerungen, das Ganze zu kaufen. Da ist das Ganze. Ich bin mega gespannt, Alter. Holy shit. Was das werden soll, wir probieren es aus, Freunde. Wir nehmen jetzt hier diese Fanta, die ist auch für mich sogar auch neu. Die wollte ich eigentlich extra reviewen, aber scheiß drauf, ich hatte jetzt die einfach hier. Und zwar ist das Mango Guava, oder Guave heißt es glaube ich auch für uns. Die drehen wir jetzt auf. Ich habe das Ganze noch nie probiert. Das ist komplett absolute Premiere für mich und euch hier in einem Video zusammen. Ich bin mega gespannt. Ich habe übrigens 20 Kapseln gekauft, sind das insgesamt, die ihr gerade gesehen habt. Hier ist der Verschluss. Das ist ein stinknormal Universalverschluss. Und hier ist der Wodka-Aufsatz. Wir haben hier Premium-Wodka drin, 40%igen... 40%igen Wodka in 40 Milliliter und so sieht das Ganze unverpackt aus. Ich drehe das hier nochmal so ein bisschen. Ich mache da auch nochmal ein besseres Review zu von draußen. Ich habe da richtig Bock drauf, dass wir in dem Review noch so ein bisschen Summer Feeling machen. Ja, gut, wir haben jetzt hier unsere Verschlüsse, unsere Siegel und wir schrauben jetzt dieses Dingensbummens einfach hier oben drauf. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Ich habe jetzt nichts gelesen. Ihr wisst ja, wie das ist. So, ein Mann liest keine Gebrauchsanweisungen oder so. So, man schraubt das jetzt einfach drauf und so steckt das drauf. Sieht erstmal ein bisschen, ja, sieht ein bisschen behindert aus, aber gut, ist nun mal so. Okay, ich habe es gerade aufgemacht und mir kam direkt Wodka entgegen. Ist natürlich vollkommen logisch, dass mir der Wodka entgegenkommt, denn man hätte erst das andere abziehen müssen, dieses andere Siegel, was die Luft reguliert sozusagen. Genau damit eben das nicht passiert, was mir da gerade passiert ist. Und um natürlich auch daraus trinken zu können. Ja, sonst würde das nämlich gar nicht gehen, wenn die Luft da nicht drin wäre bzw. reinkommen würde. Da sollte man aufpassen. Ich habe gerade alles auf die Hose bekommen und muss damit jetzt rumlaufen. Vorsicht ist geboten, haben wir gerade mitbekommen. So, dann hier den Verschluss auf. Kommt mal her und schaut euch das von oben an. Und dann gucken wir auch da mal rein. Ja, ihr seht das hier, die Brause ist praktisch da. Kommt aus diesem Kanal dann raus und der Wodka hier aus dieser ganz kleinen Öffnung.
Und das Ganze mischt sich perfekt im Mund. Wozu man das wirklich unbedingt bräuchte, ist wirklich, weil es eben kompakt ist, wenn man jetzt nicht unbedingt mit Rucksack unterwegs ist. Ich bin damals viel mit Rucksack unterwegs gewesen, mit vielen Flaschen und allem drum und dran. Das ist die perfekte Lösung. Oh, ich hab Bock, Alter, let's go. Selbst die Fanta ist für mich eine Premiere an dieser Stelle. Wahnsinn, das schmeckt mega lecker. Man merkt so, wie man ansetzt. Der Wodka kommt natürlich zuerst, wenn das Knüppel voll ist hier. Der Wodka kommt natürlich zuerst in den Mund geschossen und dann kommt erst die Fanta. Was natürlich logisch ist, weil es sprüht auch immer wieder. Es kommt immer mal so ein bisschen, wenn hier die Luft so durchkommt, kommt immer mal so ein bisschen was rausgespritzt. Das ist ein bisschen nervig. Aber hey, im Prinzip ist es geil, Mann. Nachher im Baller, wenn du da richtig knüppelharte bist, da juckt das eh keine Sau mehr, aber wenn du da ein bisschen nach Wodka stinkst oder so, aber man sollte vielleicht doch ein bisschen aufpassen. Für unterwegs ist es übel krass. Weiter geht's. Vorsicht ist geboten, aber es funktioniert. Das ist Wahnsinn, Mann. Das ist Wodka, Fanta. Also mit dem, ihr könnt natürlich auch Cola nehmen, ihr könnt alles nehmen, ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt alles, was es ja irgendwie im Laden zu kaufen gibt, benutzen. Ihr könnt einfach euer Lieblingsgetränk, ja, mit diesem Wodka kombinieren. Und das ist einfach mega geil und es schmeckt übel. Es schmeckt übel gut. Es ist so fucking nervig, dass es immer so mal ein bisschen rübersprudelt. Und man darf auch wirklich, also man muss es auf jeden Fall gerade halten, gerade wenn es richtig voll ist. Man muss ein bisschen variieren können, es ist gerade spät, nachher dann vielleicht ein Problem, weil, ja, ihr wisst Bescheid. Aber so an sich ist das Teil mega, Alter. Wirklich. Das ist echt episch. Freunde, wir sitzen jetzt hier am See und ich hänge das jetzt einfach nochmal an das Review, was wir jetzt schon zu Hause gemacht haben, dran. Und zwar sitzen wir schön am See, wie man schön sehen kann. Sehen kann. Und ich habe jetzt hier schon Handelskrone 40%, 40 Milliliter draufgeschraubt. Und zwar auf eine Sprite. Das ist jetzt eine größere Flasche, davor hatten wir eine kleinere. Mega geil, Alter. Es ist einfach mega lecker und es ist für unterwegs einfach das perfekte. Also perfekter geht es gar nicht mehr, weil du nicht so viel mitschleppen musst. Und zwar habe ich das Ganze sogar hier in so eine handelsübliche Tasche gemacht, in so eine Eiskühltasche. Und habe da einfach so Eiskühlakkus reingelegt von. Was ist das? Easy cool, keine Ahnung. Und hier sind meine ganzen Aufsätze drauf. Natürlich auch noch verschlossene komplett. Und da ist schön Eis drin und 7-Up und Sprite und sowas alles hatte ich da drin. Und ja, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ihr habt das ja gesehen in dem Video. Es ist einfach übelst geil für unterwegs und man kann das auch richtig nice trinken. Also an der Stelle würde ich sagen, Prost auf Shane. Ein kleiner Tipp von mir, macht die Zunge über dieses Loch drüber, dass der Wodka da nicht gleich rausläuft, sonst kriegt er den Wodka genau in die Fresse. Das ist, glaube ich, das, was ihr machen solltet. Also einfach Zunge oder Lippe drauf und dann... Man merkt diesen winzig kleinen Strahl von Wodka trotzdem. Aber es ist einfach nur übelst geil, weil es einfach im Mund mischt, ohne dass man, ja, keine Ahnung, du musst einfach keine Mundmische machen, weil es mischt sich genau in diesem Moment, wo du trinkst. Es ist einfach zu geil und mega praktisch. Aber der Preis ist teuer und das ist eben schade. Aber es läuft. Und wenn es läuft, dann juckt der Preis eh nicht mehr. Prost! Das ist der blanke Wahnsinn, ist eine geile Idee. Ob man das nun wirklich braucht oder nicht, das entscheidet ihr. Ich finde es mega praktisch, deswegen habe ich auch, ja, ich trinke das sowieso irgendwann aus mit einem Kumpel zusammen. Und Grüße gehen raus an dieser Stelle. Haraldskrone, das Ganze. Geil. Für unterwegs ist das absolut mega. Keine Flaschen mehr schleppen. Einfach irgendwo in den Kiosk gehen, sich eine Flasche kaufen, draufschrauben, mische perfekt.
Einfacher geht's nicht. Wirklich richtig geil gemacht. Warum bin ich nicht auf so eine Idee gekommen nach all den Jahren Suff? Keine Ahnung. Schade eigentlich. Ich trinke nicht mehr so viel. Ja gut, jetzt könnt ihr natürlich schreiben, Shane, du hast da 20 Dinger gekauft. Ja, das sind 40 Milliliter pro Stück, ja. Ich komme aus dem Osten, so aus dem Dorf, und da sind 40 Milliliter. Da säufst du. Normalerweise würde ich jetzt die ganze Palette leer saufen. So, wisst ihr, was ich meine? Die Zeiten sind aber nicht mehr so krass. Und ich finde, das ist eine sehr geile Alternative, um mal nebenbei ein bisschen einkippen zu gehen. Perfekt, Alter. Das ist einfach nur mega geil. Ich habe da richtig Bock drauf. Und ich werde auch noch ein Review dazu machen, wie wir unterwegs sind und so. Und euch das nochmal anders demonstrieren, aus einer anderen Perspektive, auch mit einem schöneren Hintergrund, so einfach bloß mal ein bisschen ländlich oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich will euch einfach zeigen, dass es unterwegs geht, und was für eine geile Scheiße. Das ist die Haraldskrone zum Draufschrauben mit dem Getränk eurer Wahl. Ihr könntet sogar das auf eine Bierflasche schrauben, oder? Schon mal Bier mit Wodka getrunken? Macht's möglich. Das ist ja euer Ding. Ihr könnt entscheiden, was es zu saufen gibt. Genial. Absolut genial.